Ja, hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Ja, eine gefühlte Ewigkeit, nicht nur gefühlt, sondern es ist tatsächlich eine halbe Ewigkeit her, seitdem wir hier das letzte Mal Rollercoaster Tycoon 3 gespielt haben. Tut mir erstmal sehr leid, der Grund war, ich hatte ja vor einiger Zeit einen Festplattencrash und da sind auch einige Spieldateien natürlich auch verloren gegangen. Und ja, darunter natürlich auch Rollercoaster Tycoon 3. Ich habe zwar nach innen suchen irgendwo meine Sicherheitskopie gefunden. Ja, allerdings war der Spielstand natürlich etwas älter. Das heißt, ich hätte das alles nachspielen müssen, damit wir zumindest ungefähr auf dem Stand sind, da wo wir aufgehört haben. Fand ich jetzt ein bisschen blöd. Wäre viel zu viel Arbeit gewesen und so weiter. Deswegen habe ich mich entschieden, das erstmal weiter nach hinten zu schieben. Und um jetzt auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen in Rollercoaster Tycoon 3, möchte ich sozusagen die zweite Staffel von Rollercoaster Tycoon 3 starten. Und zwar besitzen wir das Platinum, also die Deluxe Edition. Und deswegen haben wir noch die Erweiterungspacks White und Soaked. Und dafür gibt es speziell auch Kampagnen. Deswegen denke ich, dass wir dadurch viel, viel Spaß haben werden, weil die... ich habe mal so ein bisschen reingelunzt, die sind tatsächlich komplett anders, es gibt ganz andere Ziele und ich denke, das ist ziemlich cool, um jetzt mal eine neue Staffel praktisch anzufangen, neu anzufangen mit Rollercoaster Tycoon 3, halt mit einer anderen Kampagne, nicht der Standard Rollercoaster Tycoon 3, sondern halt der von Wild oder Soaked. Ich denke, wir fangen mit Soaked an, also das mit den Schwimmbädern und dem, ja, Hai da unten. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Und ja, los geht's. So, da sind wir auch direkt im Kampagnenmodus von ja, der Soaked-Erweiterung. Ich habe mich extra für Soaked entschieden, weil, naja, Badespaß, auch wenn es jetzt überhaupt nicht zur Jahreszeit passt, wobei es ja doch ein bisschen wärmer ist. Dieses Jahr so wirklich Winter hatten wir ja nicht. Wie ist es bei euch eigentlich? Also bei uns war kaum Schnee, ich glaube ein, zwei Tage hat es mal geschneit, aber sonst... ja, nicht wirklich was. Naja, nichtsdestotrotz, ich habe mich jetzt entschieden, die Soaked-Kampagne zu starten. Ihr seht im Hintergrund schon mal so ein paar schöne Bilder. Es ist auf jeden Fall nice gemacht. Also ich habe, ja, wie gesagt, mal reingelunzt und das ist wirklich cool gemacht von den Entwicklern hier von Rollercoaster Tycoon 3. Ich bin mal gespannt. Wir starten hier mit dem ersten Szenario namens Captain Blackhearts Piratennest. Ja. Das Intro oder der Text dazu. Landratten, ahoi, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und begeben Sie sich in das Fahrwasser des schrecklichen Piraten James Blackheart. Blackheart, nicht Blackheart, um fette Beute zu machen. Gelingt es Ihnen, wird Ihre Schatztruhe bald überquellen. Versagen Sie, wirft man Sie den Haien zum Fraß vor. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr hart. Ja, mal schauen, ob wir das schaffen. Ich bin gespannt. Ja, und hoffen wir mal, dass wir nicht als Haifutter enden. Haifutter essen, ja. Haifutter enden. Das wäre nämlich fatal. Nee, auf jeden Fall, während das Ganze hier schon im Hintergrund lädt, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich freue mich jetzt wirklich super sehr auf Rollercoaster Tycoon 3, auf die zweite Staffel. Wie gesagt, wir spielen jetzt erstmal vorerst nicht die alte Kampagne weiter, die Standardkampagne. Eventuell, wenn ich dann wirklich mal mehr Zeit habe und Lust, dann werde ich die ganzen Spielstände so weit nachspielen, bis wir halt ungefähr zum Stand angekommen bin, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, jetzt aber aktuell, boah, nee, alles nachstellen und dann, nee, dann will ich dann doch lieber neues Dings machen, weil es wird dann auch noch länger dauern, bis ich dann wieder überhaupt ein neues Video zu sehen bekommt. Deswegen habe ich mich entschieden, ja, die Soaked-Kampagnen durchzuspielen mit euch. Gemeinsam und ja, gemeinsam widmen wir uns jetzt auch den Szenario-Zielen. Ihr seht, gleich direkt schon, es ist komplett anders und deswegen denke ich, es ist auch eine ganz gute Entscheidung gewesen von mir, weil es einfach viel, viel mehr Abwechslung bietet. Ihr seht auch, zeige ich gleich, es sieht komplett anders aus hier. Erstmal, für Anfänger brauchen wir Besucher im Park 300 und das müssen wir aufrechterhalten für mindestens 2 Monate. Und wir brauchen Besucher in sauberer Badeanlage. Das ist nämlich das, was das Ganze so besonders macht. Denn wir haben natürlich extra angepasste Ziele, die an das Szenario angepasst sind. Bei Soaked ist es da und bei Wild wäre wahrscheinlich irgendwas mit Tiergehegen oder so. Und wir haben natürlich hier Schwimmbäder. Ja, das ist doch ziemlich cool. Ich mache das Ganze mal nach hier oben.
Und dann sehen wir auch schon die schöne Map, die ist echt super schön für Rollercoaster Tycoon 3 Verhältnisse, muss man echt mal sagen. Ich kann nicht mehr reden. Nee, aber das muss man echt mal sagen. Guckt euch das an, wie liebevoll die Map gestaltet ist. Hier so ein paar Boote zur Dekoration. Hier so eine kleine Burg, ja, mit so Piraten hier. Das ist echt mega nice gemacht. Haben wir so eine kleine Insel, wo wahrscheinlich so ein Schatz oder so drin liegt. Irgendwo versteckt, ja. Dann haben wir hier noch eine schöne Bahn, die können wir uns gleich mal angucken. Die sieht auch irgendwie lustig aus, die lila. Oder pink. Pink ist es, pink wahrscheinlich, ne? Lila ist, ja, lila ist dunkel. ja, hier haben wir schön drei Toiletten, auch sehr toll. Nee, aber ich finde es einfach ziemlich cool aufbereitet hier. Die ganze Burg, dann hier oben den Weg, dann die Palmen hier. Das sieht einfach sehr toll aus. Und hier, was haben wir denn hier für ein Gebäude? Ach, cool. Guck mal, da kann man durchlaufen. Das ist nice gemacht, ja. Dann haben wir hinten noch irgend so ein kleines Gerümpel und guckt euch das an im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es schon so bei der Standard-Rollercoaster Tycoon 3 Kampagne war. Ich glaube nicht. Da war, glaube ich, nur Himmel. Jetzt haben wir hier im Hintergrund noch ja so Palmen und so ein bisschen Berge. Finde ich auf jeden Fall cool. Man kann zwar natürlich nicht hin, ihr seht, es ist beschränkt. Ganz logisch, aber ich finde, das sieht doch schon mal sehr toll aus. Und da macht es doch gleich noch mehr Spaß, uns hier den Zielen zu widmen, den Herausforderungen zu stellen. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt direkt an. Herzlich willkommen damit offiziell jetzt zur zweiten Staffel von Rollercoaster Tycoon 3. Ja, ich würde sagen, wir gucken, wir lassen das Ganze mal hier auf Play und wir gucken es uns mal, wir gucken uns einfach mal an, was die tolle Bahn hier hinten so macht. Die sieht irgendwie ziemlich lustig aus. Fahren wir einfach mal mit. Ach du Scheiße, die schreien schon. Ach du Heiliger. Was? Wir machen Außenansicht, das sieht besser aus. Ja, so sieht die aus, so wird wahrscheinlich auch aussehen. Wie sieht's hier aus? Ach, das ist das drin, okay. Das ist besser. Ach du Scheiße, das Ding dreht sich ja auch noch. Oh Gott, mir wird schlecht. Hilfe. Uah. Ja, aber das geht, glaube ich, noch. Ich glaube, da oben war irgendwo. Das sieht brutal aus, wie die hier um die Ecke fliegen. Halleluja. Naja. Ist auf jeden Fall cool gemacht hier. Wie heißt das Ding? Hallo? Himmelstürmer, okay. Ja, hier haben wir so eine Standard-Disco-Bahn hier. Hört euch die schöne Musik an. Also das ist auf jeden Fall nice. Und ach, da hinten haben wir auch noch so ein kleines Ding. Uah, so ein komisches... Uah. Hilfe. Ein Drehwurm, ja. Da wird mir schon schlecht hier. Uiuiuiui. Ich muss kurz wieder mit der Steuerung klarkommen. Wieso geht das nicht? Warum kann ich hier nicht mit den Pfeiltasten steuern? Das finde ich blöd. Ich habe immer noch das Problem, dass ich hier die zwei Monitore habe. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich verhindern kann, dass er rüberspringt. Der springt nämlich die ganze Zeit hier rüber. Guck. Das ist ein bisschen blöd. Ich dachte eigentlich, mit WASD kann man das Spiel auch steuern, aber es geht irgendwie nicht. Das finde ich blöd. Okay, naja. So, genug gebabbelt. Jetzt wollen wir endlich mal losstarten. Und es heißt ja wieder, ja, wir machen hier nur Blödsinn und kommen nicht voran. Tut mir leid, wenn ich dabei schon ein bisschen verpeilt bin. Aber wir gucken jetzt erstmal, was wir machen. Wir müssen jetzt irgendwie die Besucher andocken. Ich guck mal, wir haben hier überhaupt keine Getränkestände und so weiter. Hier müssen wir erstmal die Toilettenpreise erhöhen auf 40 Cent. Ja. Ihr kennt mich ja, ich bin immer jemand, der verlangt Geld für Pipi machen. Ja, weil die Reinigungskräfte müssen ja auch bezahlt werden. Und ja. So. Ja, ich würde sagen, warte mal, wir machen irgendwie so einen kleinen... Burgerstand machen wir mal irgendwie... gute Frage. Ich wundere mich auch gerade, wo die ganzen Leute herkommen. Wo kommen die denn überhaupt her? Wo spawnen die denn? Auf dem Schiff oder was? Nee, ich weiß es nicht. Ich guck grad gleich mal. Wir machen erstmal hier so ein... Zack. So. Und ich sehe gerade, wir haben hier so einen Badebekleidungsstand schon. Oh, Kokosnuss-Trinks. Die machen wir natürlich direkt an. So. Ist echt blöd, dass man hier mit WASD nicht steuern kann. Das wundert mich auch irgendwie. Naja, so, manchmal geht's ja.
Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir demnächst auch mal ein Schwimmbad errichten. Aber da sage ich direkt schon, das wird vorerst erstmal klein bleiben, denn ich glaube, wie ich mich recht erinnere, das war ziemlich teuer. Und es wird irgendwie dunkel, kann es sein? Ach du geile Scheiße, es wird dunkel. Dass ich das mal erleben darf. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh, wie cool. Oh Leute, das sieht ja richtig cool aus. Da können wir doch so Schwimmbadbeleuchtung machen. Ach du Scheiße. Sehe gerade, wie teuer das einfach ist. 10.000? 9.000? Scheiße, wir haben noch 1.000. Ich dachte, wir hätten 10, 19.000. Nee, was hätte ich gedacht? Ach, keine Ahnung, was ich gedacht habe. Scheiße. Wir haben kein Geld mehr. Das fängt schon mal super an. Ja, Leute, was machen wir jetzt? Wir haben kein Geld. Ich hoffe mal, schnell kommt, dass schnell Geld reinkommt. Ja, es geht. Ach du geile Scheiße! Was ist das denn? Nee! Ich glaub's nicht. Die Piraten kommen. Angriff! Ach du geile Scheiße, wie cool ist das denn? Nein! Wie genial, Leute. Das ist doch mal mega cool gemacht. Also hier mal echt Lob an die Entwickler hier. Das ist doch mal mega cool. Da haben sich echt mal was Schönes überlegt, ja. Auch wenn der nächste Rollercoaster Tycoon Titel, der hat so ein bisschen verhunzt, ja. Da ist meine Vorfreude so ein bisschen geplatzt. Da freue ich mich eher auf Planet Coaster. Ich weiß gar nicht, wie ihr das seht. Aber ja, die haben das ja verschoben und alles und wieder jetzt verschoben und die Beta und. Nee. Haben sie diesmal echt ein bisschen sich verscherzt. Also man kann es einmal verschieben. Zweimal ist auch schon kritisch, aber dann nochmal, wenn man sagt, ja, jetzt bringen wir es raus, ja, jetzt kann man sogar vorbestellen und was weiß ich was, wir starten jetzt zwei Beta-Wochenende und nach einem Beta-Wochenende sagen sie, oh Leute, unser Spiel ist doch richtig unfertig, da sind so viele Fehler noch enthalten, müssen wir leider nochmal verschieben, also ganz ehrlich, da muss man vorher mitrechnen, ja, und dann, also nee, das geht gar nicht, finde ich, gerade so als großer Entwickler, das geht überhaupt nicht, wenn ich als Privatperson, wenn ich jetzt irgendwas entwickle, ich meine, ich bin ja auch gelegentlich am Programmieren, ja, und bring jetzt irgendwas raus, was weiß ich was, ja, dann ist es was anderes, als wenn ich das verschiebe, als wenn so eine riesen Firma, die da tausende von Entwicklern haben, ja, und die es nicht gebacken bekommen innerhalb, weiß ich, wie viele Jahre die daran schon arbeiten. Und, nee, tut mir leid, also Planet Coaster macht es da viel besser. Und ich denke, da die werden auch die Nase vorn haben. Und ja, so viel erstmal dazu. Aber das haben sie gut hinbekommen, das muss man mal sagen. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Ding hier fertig binden können. Ich guck gerade mal, wie können wir das denn machen, weil wir haben so wenig Platz hier. Machen so ein kleines Mini-Schwimmbrett, machen wir hier noch so ein Sprungbrett. Habe ich eben Schwimmbrett gesagt? Ja, habe ich tatsächlich. Okay, so, dann machen wir hier so ein Riesending hin. Ich hoffe, die Menschen kommen da noch durch. So, machen wir so hier drei. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das nutzen oder ob die schon Angst haben. Ich weiß nicht, wie hoch das Ganze ist, weil ich habe was ganz Hohes gemacht, so irgendwie damals so wuh, und da das hat nie einer benutzt und jetzt habe ich hier Scheiße gebaut. Naja, egal. So, wir nehmen auch die, die nicht springen wollen. Da müssen wir natürlich auch dran denken. Dann machen wir mal hier so ein Ding und da hinten so ein Teil. So, und jetzt gucken wir mal. Whirlpool. Machen wir hinten schön in die Ecke. Dann hier noch ein und das. Und hier noch ein. So. Und jetzt muss ich gucken. Wir machen hier hinten noch irgendwie. Ne, hier machen wir so billige. Oh, ich muss mal kurz näher dran gehen. So.
Und was haben wir hier? Wir haben, ach, Überdachte. Das ist cool. Da kriegen Leute nicht so schnell Sonnenbrand. Das wird auch wahrscheinlich eine kleine Herausforderung werden. Die Leute werden wahrscheinlich hier aussehen wie ein Backfisch. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die. Wie ein Backfisch. Oh Mann. Ich weiß auch gar nicht, ob wir schon die Sonnencreme freigeschaltet haben. So, machen wir eins mal ein bisschen so in die Richtung. Und das hier machen wir mal so wieder hin. Und machen wir noch hier so normale. Machen wir so. Hinten machen wir nochmal so ein Springbrett da. Sprungbrett. Warum soll ich das ganze Springbrett hier? Hilfe. Und der Bademeister fehlt natürlich. Wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, ob der überhaupt eine Funktion hat oder ob das einfach nur Deko ist. Das kann ich euch echt nicht sagen. Weil ich habe es noch nie gesehen, dass der so runterspringt oder irgendwie und jemanden aus dem Wasser holt. Zumal man die Leute ja gar nicht mehr ertränken kann. Ich weiß noch, damals in den alten Balkonteilen, da habe ich als kleines Kind die Menschen manchmal genommen und in so einen Teich geworfen und dann sind die ertrunken. Die sind echt gestorben. Also es war schon bitter. Dann stand da so, Besucher, bla bla bla, ist gestorben. Oder ertrunken oder so stand dann, dann war der weg. So. Ja, wenn man hier einen reinwirft, die planschen da Milliarden Stunden. Also das ist denen völlig Wurst. Ja. Das ist denen absolut Schnuppe. Ja. Also das ist ein Feature hier, was sie eingebaut haben mit dem Bademeister, da habe ich echt keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, ob das überhaupt eine Funktion hat. Wäre natürlich toll, wenn es eine Funktion hat und ja, nicht nur einfach ja sinnloses, was ich sinnlose Kosten, die man da hat. Ich weiß es echt nicht. Bin mal gespannt. Also vielleicht wisst ihr das ja, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, so Beckenlampen können wir uns das leisten. Ich muss dafür näher dran, weil ich will das Becken natürlich, das soll so ein Premium-Ding sein. Da will ich mir ein bisschen Mühe geben. Sorry, wenn ich euch jetzt ein bisschen langweile vielleicht hier. Aber das soll schon cool aussehen hier mit der Beleuchtung dann abends. Das ist echt cool, dass es hier jetzt schon Nacht werden kann. So, und ich guck gerade mal, so. So, und wir können hier hinten, das muss ich jetzt mal schauen, wie wir das machen. Diese coolen, Wellenmaschinen, die liebe ich ja einfach. Machen wir die überall hier hin. So, dann pass mal auf, dann machen wir hier nämlich, weil da können wir ja die ganzen Dinger nicht. Ach scheiße, das geht gar nicht. Ich habe gedacht, wir können den. Machen wir mal hier so. Ah! Hilfe! Mann! Blödkopf. Habe ich alles kaputt gemacht. Toll gemacht. Ja, doch, passt aber. So, hier kommt die Lampe hin. Hier kommt die Lampe hin. Und dann kommt hier die Leiter hin. So, jetzt können wir hier den Rest mit Wellenmaschinen wieder bestücken. So. Dann können. Oh, jetzt ist die Zeit gesprungen. Okay, die springt hier die Zeit. Ist niedrig, häufige Inspektion. Okay, müssen wir mal gleich drum kümmern. Ich will erstmal das Ding hier fertigstellen. Ich sehe gerade, wir haben nicht mehr viel Geld. Das ging jetzt alles für die Wellenmaschinen wahrscheinlich weg. Das ist natürlich nicht gut. So, was auch nicht gut ist, dass die Maus die ganze Zeit rausspringt. Hallo. Mann, oh Mann, hier nicht. So, jetzt aber. So, ich glaube, das war alles. Kann das. Nein, hier hinten fehlt ja auch noch alles. Sollen wir hinten auch noch. Nee, wir machen hier hinten keine Wellen, die sind da hinten. Hier ist es dann nur schön beleuchtet. So. So, komm, Maus. Maus! Ah, Hilfe! Ah, so. Na? Hier, hier, hier. Habe ich da hinten überhaupt eine? Ja, da habe ich eine platziert. Und schöne Musik ist im Hintergrund, das freut mich. So, das war's. Perfekt. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Eins überschätzt. Jetzt schon wieder ein Feuerwerk. Ach, die bekriegen sie schon wieder. Guck dir das an. Also das ist echt cool gemacht hier, die Effekte. Also beim ersten Mal war ich hier echt begeistert. Also das hat mich umgehauen. Ich habe mich schon gewundert, was da im Hintergrund die ganze Zeit so komisch knarrt. Und so. Ich bin mal gespannt, wir können doch hier irgendwie. Wo war das? Ach, stimmt, die Wellenlänge kann man nicht verändern. Die kann man nur verändern, wenn man hier so ein. Wenn man die Eingänge platziert hat. Das können
können wir jetzt eigentlich direkt mal machen. Das Ganze ist nämlich schon fertig. Irgendwas mit Piraten, dann nehmen wir sowas. So. Das war drei Eingänge, wahrscheinlich viel zu viel, aber das soll dir jetzt erstmal egal sein. Wir sagen, Eintritt von 2 Euro. 2 Euro, okay, das ist alles gleich, das ist gut. Sind die anderen... Ah. Der Preis ist der gleiche, aber wir können die alle einzeln eröffnen und... Okay, das ist cool. Wir können hier mega clean, wir müssen ja sauber mal haben. Also mega clean mittel oder stark. Wir nehmen mal stark. Wahrscheinlich haben wir dadurch höhere Kosten. Ich guck gerade mal. 100 Betriebskosten, 192. Wenn wir jetzt mal kurz sagen, schwach, dann haben wir nur 25. Wollen wir vielleicht erstmal auf Mittel lassen, zumindest für den Anfang. 57, das klingt auf jeden Fall schon mal besser. Ja, ist mir schon klar, lieber Parkinspektor. Scooterboote, okay. Wir nehmen mal, was können wir denn nehmen? Sand oder so wäre eigentlich ganz cool. Passt zwar hier überhaupt nicht, aber naja. So, jetzt muss ich überlegen. Wir können wir das Szenario hier ein bisschen, das ist zwar unnötig, aber sieht cool aus und ich mag Sachen, die cool aussehen. Sams, so, das sieht cool aus. Boah, cool. Passen die Blätter zwar überhaupt nicht, aber das sieht echt nice. Was ist das hier? Klattersand, so, da können wir auch ein bisschen drüber klatschen, so. Und was können wir noch machen? Heller Sand, das ist auch bestimmt cool. Ey, doch, das sieht cool. Oh, das sieht echt nice aus. Also da kann man echt coole Sachen hier machen hier. Das finde ich einfach mega cool. Sorry, wenn ich das jetzt so oft sage, aber das ist echt cool. Hier so Schlamm. Oh. Kann man den Park komplett neu gestalten. Das sieht echt cool aus. So, jetzt gucken. Oh mein Gott, die ersten Leute gehen rein. So, das ist blöd, dass wir da hinten so einen Badebekleidungskaufstand haben, weil ich denke mal, hier gibt es den meisten Gewinn. So. Wir machen erstmal nur eins hin. Weil ich denke, am Anfang wird sich das nicht so hart lohnen. 720 Besucher? Im Ernst? Haben wir schon das erste Ziel erreicht? Jetzt müssen wir nur noch ein sauberes Becken irgendwie hinbekommen. So, Sonnenbrillen können wir schon mal verkaufen. Machen wir mal dahin. Wie sie einfach direkt darauf losgeiern hier. Nice. Finde ich echt cool. So, und Sonnenmilch gibt's natürlich auch. Das finde ich sehr geil. Wir wollen das finde ich jetzt nicht cool. Nicht genug Geld. 250. Da warten wir mal ein paar Sekunden. Weil, ja, hier gibt's Sonnenbrand. Und ich glaube, das hat einen schlechten Einfluss, wenn die Leute hier alle absolut rot rauskommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund für die ist. Ist viel zu voll, ja, stimmt der Preis, ja, super toll. Lichtschutzfaktor 4, 15 und 50 haben wir. Ich weiß nicht, ob es da noch bessere gibt. Es könnte sein, dass wir mit der Zeit noch weitere freischalten. Aber das ist auf jeden Fall mega cool gemacht, das Feature. Das finde ich ein sinnvolles Feature, was der Bademeister da hinten macht, keine Ahnung. Vielleicht fühlen die Leute sich einfach sicherer. Ich kann es euch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich vergessen habe, die Dinge einzustellen, die Wellen, die Wellenhöhe und die Wellenlänge. Und die Wellendauer machen wir ständig. Warte mal. So, jetzt müssten die eigentlich dauerhaft laufen. Oh mein Gott. Juhu. So, jetzt haben wir, müssen wir uns den Unternehmer zielen. Oh, kleine Geldmenge. 1000 ungefähr haben wir, glaube ich, bekommen. Jetzt müssen wir uns den Unternehmer zielen widmen. Das ging noch relativ schnell. Das ist auch das erste Szenario. Besucher im Park 450. Gut, das haben wir ja schon. Saubere Badeanlage 100. Das haben wir auch schon erreicht.
Ich will mal ganz kurz hier reinblunzen. Parkbewertung, okay, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen dran arbeiten. Gucken wir mal, wo haben wir das denn? Parkbewertung. Parkbewertung. Lalala. Darlehen. Tja, eine gute Frage. Wo ist diese Parkbewertung? Gucken wir mal ganz schnell hier oben. Parkbetrieb. Bewertung, da. Wertbewertung. Parkbewertung, da. Haben wir alles weg. So, wir haben eine Bewertung von ungefähr... Was ist das hier? Keine Ahnung. Sagen wir mal um die 700. Und was brauchen wir für das goldene Ding da? 650. Also, Leute, ich würde sagen, das haben wir schon gleich geschafft. Guckt euch diese Ameisenansammlung an. Sieht doch echt aus wie eine Ameisenansammlung. Hier, echt, das ist mega cool. Also, das finde ich echt das Beste überhaupt an diesem Erweiterungspack. Ich finde nämlich das Soaked-Erweiterungspack einfach mega genial mit dem Schwimmbad. Also, echt super cool. Und auch so Einzelheiten hier wie hier, das hier, Lichtschutzfaktor und alles, wurde halt geachtet. Das finde ich einfach mega cool. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Verzeiht mir, wie gesagt, dass jetzt so lange kein Rollercoaster mehr kam. Das würde ich ja, wie gesagt, jetzt ändern. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse, dass ich jetzt nur eine zweite Staffel gemacht habe und ja, diese Kampagne jetzt oder mich dieser Kampagne stelle. Und ja, ich bin mal gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich ciao, ciao.